Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Neuer Spielmodus wurde aktiviert mit dem Schwert. Ein Schwertspielmodus, ganz genau, ist ein Teammodus. Und was mich aber interessiert, ist Stufe 4 des Gefangenen. Ganz genau, ich habe so eine Theorie, dass der Stufe 4 Gefangene sich heute freischalten lässt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier in Wailing Woods passieren wird, weil der Ladebildschirm sieht schon danach aus. Deswegen habe ich mir jetzt schon meinen Stufe 3 Gefangenen geladen, sag ich mal, und springe jetzt hier mal einfach mal bei Wailing raus. Und suche mal diesen Steinkreis, den wir brauchen, um den Gefangenen Stufe 4 freizuschalten. Bin mal gespannt, wo der ist. Hey Leute, Location wurde gefunden bei Wailing Woods, direkt nördlich. Ich hab's markiert, da unten, da ist der Steinkreis. Ihr braucht den Ladebildschirm nicht, aber ihr braucht natürlich den Gefangenen. Ihr braucht den Gefangenen, um hier runterzukommen. Und wenn ihr den ihr müsst den auch ausgerüstet haben, ne? Ihr müsst den Skin auch haben. Und sobald ihr hier seid, zack. Oh. Da starten die Erdbeben. Bei mir auch. Da ist er freigeschaltet, Leute. Die Karte erzittert. Genau so schaltet ihr jetzt die vierte und letzte Stufe des Gefangenen frei. Wenn es euch auch nur ein bisschen geholfen hat, würde mich auf einen Daumen hoch freuen. Teilt das Video mit euren Freunden. Abo und Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Infos für die weiteren Challenges, für die Verlängerungsherausforderung. Und gebt mehr Flosse. Flop.